Skifahren ist einfach ein faszinierender Sport. Doch Skifahren ist auch teuer geworden. Insbesondere mit der Inflation der letzten Jahre haben sich die Skipasspreise, Hotels, Equipment nach oben entwickelt. Und auch aus diesem Grund möchten wir uns im heutigen Video mal die Entwicklung der Skipasspreise bei wesentlichen Skigebieten anschauen und am Ende des Videos einige Preis-Leistungssieger durchgeben, also Skigebiete, die viel bieten für einen angenehmen Preis. Wenn ihr weitere Tipps habt, dann packt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf einen richtig guten Austausch und jetzt nichts wie auf. Harte Fakten vorab, warum steigen die Preise und wie stark? Die steigenden Preise im Skisport haben mehrere Ursachen. Einer der Hauptgründe sind die gestiegenen Energiekosten. Besonders die Beschneiungsanlagen, die viele Skigebiete nutzen, um auch bei Schneemangel optimale Pisten zu bieten, sind extrem kostenintensiv. Hinzu kommen allgemeine Wartungskosten für Seilbahnen und Pisten sowie die Inflation, die alle Betriebskosten weiter nach oben treibt. Große Skigebiete, die eine Vielzahl an Services und modernen Anlagen bieten, müssen diese hohen Betriebskosten auch auf die Skipässe umlegen. Außerdem investieren viele Skigebiete kontinuierlich in ihre Infrastruktur, um uns Wintersportlern modernste und komfortable Skierlebnisse zu bieten. Das führt dazu, dass die Skipasspreise im Schnitt um etwa 7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Wir schauen uns im Folgenden größere Skigebiete an und lassen diejenigen Gebiete außer Acht, die wirklich nur wenige Anlagen bieten. Insbesondere in renommierten Destinationen, besonders in Österreich und der Schweiz, sind die Preise für diese Saison stark gestiegen. Ein 6-Tage-Skipass in Sölden oder am Arlberg kostet mittlerweile über 400 Euro. Auch in Italien und in Frankreich sind die Preisentwicklungen ähnlich, wenn auch nicht so drastisch. Doch eines sei gesagt, es gibt auch immer noch preiswerte Alternativen ohne Qualitätseinbußen und zu diesen werden wir am Ende des Videos bei den Preis-Leistungssiegern auch gelangen. Doch kommen wir nun zunächst zu einigen Spartipps, mit denen ihr bei den Skipässen bares Geld sparen könnt. Und dabei starten wir mit Tipp Nummer 1, nämlich der Nutzung von Dynamic Pricing. Immer mehr Skigebiete, vor allem in der Schweiz, nutzen ein dynamisches Preissystem. Das bedeutet, dass der Preis für Skipässe nicht konstant ist, sondern je nach Wetter und Auslastung schwankt. Bei schönem Wetter und hoher Nachfrage können die Preise daher deutlich steigen. Der Trick: Plant eure Skitage frühzeitig und wählt, wenn möglich, ruhige Tage aus, dann könnt ihr mit deutlichen Einsparungen rechnen. Das bringt uns zu Tipp Nummer 2, nämlich dem Buchen des Skiurlaubs direkt inklusive Skipass. Und dabei kommt unser Partner Snowtrax ins Spiel, den ich auch schon letztes Jahr erwähnt habe. Über 25 Jahre Erfahrung, eine breite Auswahl an Skiorten, 350 an der Zahl und dabei die stressfreie Möglichkeit, den Skiurlaub direkt inklusive dem Skipass zu buchen. Und dabei ist es oft deutlich günstiger, den Skipass über Snowtrax zu buchen, als den Pass direkt vor Ort zu kaufen. Zusätzlich könnt ihr mit dem Rabattcode Marius60 weitere 60 Euro auf eure Buchung sparen. Alle Bedingungen dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ein weiteres Highlight davon ist die Powder Week in Lüdesalb, bei der neben dem Skifahren auch spannende Events wie zum Beispiel Snowvolleyball und Après-Ski-Partys stattfinden. Tipp Nummer 3, Skipässe online buchen. Viele Skigebiete bieten attraktive Rabatte, wenn ihr eure Skipässe direkt online frühzeitig kauft. Skigebiete wie zum Beispiel Nauders, Dolomiti Superski oder Ski Amadee bieten oft Ermäßigungen von bis zu 30%. Das spart euch nicht nur Geld, sondern eben vor Ort auch Zeit und ihr könnt schneller zum Skifahren kommen, anstatt an der Kasse zu stehen. Und das bringt uns last but not least zu Tipp Nummer 4, nämlich Verbundspässe und diese in der Fondsaison zu kaufen. Wenn ihr plant, mehr als 15 Skitage in einer Region zu fahren, dann kann es sich lohnen, einen Saisonskipass zu kaufen. So zum Beispiel die Snowcar Tirol, die für alle Skigebiete in Tirol gilt und bei frühem Kauf in der Fondsaison nochmal deutlich günstiger ist. Diese Option eignet sich besonders für Vielfahrer und Gruppen, die sich auf eine bestimmte Region, auf einen Skipassverbund festlegen. Und jetzt kommen wir zu den Preis-Leistungssiegern im diesjährigen Vergleich, das heißt zu den Skigebieten, die viel bieten, aber im Vergleich noch bezahlbar sind. In Österreich gibt es einige versteckte Perlen, wie zum Beispiel Galtür im Paznauntal, Kütai Hochötz oder die Almenwelt Lofer. Auch interessant sind Gebiete wie der Stubaier Gletscher, wo Kinder unter 10 Jahren in Begleitung kostenfrei fahren. Auch in Deutschland gibt es Möglichkeiten wie zum Beispiel die Wintersportarena Sauerland oder im Erzgebirge, wo ihr einen 6-Tage-Skipass unter 200 Euro erhalten könnt. Wichtig dabei ist, dass ihr die Schneelage im Blick behaltet.
Erwähnt sei auch nochmal das Dynamic Pricing in der Schweiz, wo ihr zum Beispiel in Laax teilweise sehr gute Angebote erhalten könnt. Jetzt geht's also auf zum Skifahren. Denkt an Snowtracks bei eurer Skiurlaubsbuchung. Unten in der Beschreibung findet ihr alles weitere verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was genau hier verlinkt ist. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.